Die Frauen am Brunnen und es ist der Januar 2022. Und nachdem wir ja viel Resilienz brauchen in unseren gegenwärtigen Zeiten, wollen wir heute explorieren, was das ist. Aber bevor wir das tun, wie immer, Viktoria kommt auch, das ist schön, dein Check-in. Und jetzt fange ich aber mal mit Annalisa an, sozusagen rückwärts, wer als letztes kam und dann... Meinetwegen auch Viktoria. Ja, bei mir ist zurzeit ziemlich viel los. Ich habe viele unterschiedliche Projekte am Laufen. Ja. Oh. Bisschen lauter wäre gut, ja. Oder halt dir einfach hier das Mikrofon, wenn du das da. Ist jetzt besser? Ja. Gut. Ja, bei mir ist momentan ziemlich viel los. Ich bin in verschiedenen Projekten aktiv. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich gegenseitig befruchten. Also es sind oft Erkenntnisse aus einem Kreis, die ich in einem anderen wieder brauchen kann. Und das gibt immer wieder so einen kreativen Fluss bei mir. Und das gefällt mir, das tut mir gut. Und damit gebe ich mal weiter an Martini. Dankeschön, Annalisa. Ich bin in Kritzendorf in der Nähe von Wien und uns geht es gut. Danke für deine Kreativität. Ich habe auch eine kreative Phase und bin sehr zufrieden damit und freue mich darüber. Und ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu können, weil es ist eine längere Zeit nicht möglich gewesen. Und ich schätze euch sehr, dass es jetzt wieder möglich ist. Danke, Heidi, dass du es möglich gemacht hast. Und danke, Brigitta, dass du auch hast kommen können, weil das war mir irgendwie unangenehm, dass wegen mir du nicht kommen konntest, aber es hat sich alles gut eingerichtet. Dankeschön. Ich gebe weiter an Viktoria. Danke, Martini. Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, also wann ich zum letzten Mal bei den lieben Frauen am Brunnen war. Aber ich freue mich, heute hier zu sein. Und ja, ich habe gerade jetzt eine stundenlange Gespräch mit einer jungen Frau in Warschau, die ähnliche Ideen hat, so ein co-kreative, so spirituelle so Sangha, also um das Buddhistische Wort zu verwenden, zu kreieren. Und ich bin ja jetzt sehr aufgeregt und ich freue mich auf dieses Gespräch mit euch. Also, und ich gebe weiter. Ich weiß nicht, wer schon angefangen hat, aber die Erika ist gerade gekommen. Erika, bist du bereit einzuchecken? Kann ich schon machen. Ja. Ich bin gerade jetzt zuvor rausgeflogen, deswegen musste ich mich jetzt wieder neu einchecken. Genau, bei mir ist es momentan, ich habe momentan sehr entspannte Tage. War gestern in der Sauna und spazieren und habe heute eine Freundin besucht. Also bei mir, ja, das sind so alles so Dinge, wo ich glaube, dass das ja, für meine Resilienz einfach gut ist. Und da versuche ich mich auch so ein bisschen vorzubereiten aufs Jahr, obwohl ich da jetzt auch noch nicht, zeigt sich jetzt noch nicht, was dem Jahr so gewidmet ist. Ganz im Gegenteil zu dem, wie ich das sonst meine Jahre so angegangen habe, da wusste ich eigentlich schon immer so genau, was ich von dem Jahr erwarten kann. Und jetzt ist so, ja, mache ich auch sehr viel Freundschaftspflege und das tut mir gerade sehr gut. Dann gebe ich weiter an die Marie-Rose. Ah, hallo. Ja, ich bin die Marie-Rose aus Luxemburg.
und hatte gerade vorhin auch nochmal seinen Vortrag von Thomas Hübel angehört, wo er auch über Resilienz spricht immer wieder. Und einer seiner Sätze ist: Beziehung schafft Resilienz und Trauma schafft Trennung. Und deshalb ist es so wichtig, Trauma aufzulösen. Ne? Und er macht das halt, indem er ein heilendes Umfeld schafft, das Gruppensicherheit und Kohärenz bringt und dass das Bezogenheit ermöglicht. Ja, und dass das wichtig ist, um das, was in unserem Körper wirkt, und Traumen wirken in unserem Körper, damit das aufgearbeitet, verdaut werden kann. Also sein Satz ist: Beziehung schafft Resilienz. Und damit gebe ich weiter dann an dich, an Annalisa, Birgitta. Ihr wart schon alle jetzt. Du noch nicht, Birgitta. Okay. Ja, hallo. Bei mir hat es sich ergeben, dass ich doch kommen kann. Es war zuerst was anderes projektiert für heute, aber das haben wir verlegt und konnten wir auch verlegen. Das war nett und daher bin ich da. Und meine kreative Phase ist noch nicht so ganz eingetreten, aber das macht nichts. Ich hatte am Dienstag ein Aha-Erlebnis. Ich war Vormittag wegen einer Röntgen und beim Arzt. Und dann hatte ich plötzlich eine Stunde Zeit, einfach ins Café, oder zwei Stunden eigentlich, ins Kaffeehaus zu gehen und Schuhe zu kaufen und so Sachen zu machen, die irgendwie so für mich sind, einfach was mir jetzt gerade einfällt. Und das war super, das war ein wunderbares Erlebnis nach dem ganzen Stress vor Weihnachten und hilft sicher auch für die Resilienz, einfach. Ein Kaffeehaus ist eh schon so was Besonderes mit diesen Corona-Zeiten. Und dann noch dazu einfach so da reingehen, das war echt cool. Ja. Na, und ich freue mich auf das Gespräch. Und bezüglich Resilienz, also denke ich noch ein bisschen nach. Ich gebe dann weiter. Andi, die Monja hat noch nicht eingecheckt, gell? Na, Andi, Monja. Ah, ich bin in Wien und wir haben Winter. Der Schneesturm, der an der Ostküste von Amerika war, der kam gestern zu uns in der Nacht und das blieb liegen, also unerwarteterweise. Wir haben wieder Winter und es ist eisig und windig draußen, also ich bleibe zu Hause und bin recht froh, dass ich das kann und nicht hinaus muss. Und achte sehr auch auf meinem Körper, wie es dem so geht. Also da bin ich dann eh schon mit dem Resilienz-Thema. Ja, Heidi, zurück zu dir. Danke, das soll ich mit dem abendlichen Wetterbericht weitermachen. Nee, bei uns ist es jetzt über Nacht schon manchmal auch Frost. Ich habe gerade mein Gemüse wieder ab, meinen Salat abgedeckt, damit er morgen noch da ist. Aber nicht starker Frost, so ganz kleine Schicht von Eis. Und nach wie vor Sonne scheint und Wind ist schon da, aber ist denn der Schneesturm vom amerikanischen Osten so schnell, dass er bis zu dir rüberkommt nach Wien? Aber Italien hat er ausgelassen, denke ich. War er auch über Luxemburg, Marie-Rose? Nein, also wir können das beobachten. Sobald es in New York schneit, kommt das nach 3-4 Tagen zu uns. Na, lustig. Gut. Dass wir eben nicht mit der Gewohnheit brechen, immer über einen Wetterbericht abzugeben am Anfang der Stunde. Habe ich das jetzt also erledigt. Ansonsten, ja, geht es mir auch recht gut. Mein Kätzchen, das immer im Kreis gelaufen ist und offensichtlich ein Strang, der geht es jetzt wieder besser. Hat sogar fast wieder Beziehung zu mir aufgenommen, hin und wieder mal, weil das hatte sie verloren und das passte dann auch zum Thema. Da war sie nicht mehr so resilient nach dem Ereignis. Und ja, ansonsten, Leben geht halt irgendwie weiter, nicht? Und eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die ersten Anemonen sind schon da, also sicher 50 so sind auf der Wiese. Und das ist richtig schön, immer wenn man hinguckt, ist ganz, ja, der Frühling kommt bestimmt. Ja, Thema Resilienz, Widerstandskraft haben wir vorhin gesagt, dass es das auf Deutsch wäre. Aber mittlerweile sagt man ja auch hier Resilienz. Und wir wollen mal ein bisschen ergründen, was das bedeutet. Marie-Rose hat schon gesagt, dass Thomas Hübel sagt, das sei
in Verbindung sein. In Verbindung könnte Resilienz entstehen. Das macht Sinn. Aber es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten, womit man die eigene Resilienz etwas erhöhen kann oder verbessern kann. Oder fangen wir mal damit an, was bedeutet Resilienz für euch? Und dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen, wenn wir es nicht genug haben. Wer mag anfangen? Oder ich kann ja anfangen. Für mich bedeutet Resilienz, dass ich nicht jedes Mal einen Heidenschreck kriege, wenn wieder irgendeine Hiobsbotschaft eintaucht, wie zum Beispiel heute, dass ich wieder einen Haufen von dem ohnehin schon wenigen Rente aus Italien zurückzahlen muss, weil die der Meinung sind, dadurch, dass ich auch eine aus Amerika kriege, verdiene ich zu viel und deswegen muss ich denen jetzt 7.000 Euro wieder zurückzahlen. Und das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Und wenn ich solche Botschaften kriege, dann bin ich immer erst am Boden zerstört und sage mir, wir müssen das jetzt schaffen. Am Ende hast du gar nicht mehr zu futtern. Und für mich bedeuten, das habe ich heute auch geübt, mich wieder zu beruhigen und denken, naja, irgendwie geht es schon weiter. Ich meine, mal sehen, ne? Und ja, soweit zu mir. Für mich hat Resilienz auch ganz viel mit Lernfähigkeit zu tun, mit Weiterentwicklung. Also das ist eine besondere Form von Widerstandsfähigkeit, indem man sich eben in einer Situation, die eng wird, so weiterentwickelt, dass man vielleicht neue Möglichkeiten erschließt, sein neues Potenzial aufschließt sozusagen, das ohne den Druck vielleicht gar nicht sichtbar gewesen wäre. Resilienz bei mir bedeutet auch irgendwie innerlich im Gleichgewicht sein, sowohl physisch und seelisch und geistig, beziehungsweise im Gleichgewicht sein ist ja sowieso schön, aber das Gleichgewicht auf irgendeine Art und Weise wiederherstellen zu können, wenn es irgendwo hinkippt. Vor allem, wenn man sich vorstellt, das ist, was weiß ich, physische Krankheit, das ist im Alter oder in Corona-Zeiten gar nicht so selten. Und das einerseits gelassen anzunehmen, wie die Heidi gesagt hat, mit den Hiobsbotschaften, das eine schlimme Botschaft gelassen anzunehmen und trotzdem auch die Energie irgendwie innerlich zu bewahren, wieder in ein neues Gleichgewicht zu kommen oder auch ja, wir haben letzthin beim Meditieren, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist irgendwie ein nettes Beispiel für eine Art von Resilienz, haben wir einen Text gehabt über das Bett, wo man morgens drinnen so gemütlich drin liegt und dann muss man aufstehen und dann freut man sich schon wieder auf das Bett abends und dass man in sich so ein kleines, warmes, gemütliches Bett bewahrt, in das man sich kurzzeitig auch am Tag zurückziehen kann, da kann ich auf die Couch gehen, muss aber wohl nicht, sondern eher ein psychisches, inneres Bett, wo man sich richtig wohlfühlen kann, auch wenn es nur eine Minute ist am Tag. Das ist auch Resilienz. Ja. Ja, das gehört für mich auch dazu, diese Stelle innen drin zu haben, die, mit der es mir gut geht, mit wo ich mich wohl und geborgen fühle und damit ich immer wieder aus diesem Ort heraus auch in Aktivität gehen kann. Also für mich ist resilient sein, wirklich eben auch mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können und aktiv zu bleiben, Neues zu sehen, zu tun, was ansteht, ja. Lebendig zu bleiben, Lebendigkeit immer wieder herzustellen, lebendige Kraft zu spüren, dadurch auch optimistisch zu bleiben, auch wenn es gerade
in der Welt ein bisschen chaotisch zugeht. Ja, es ist ganz viel eben der mentalen Ebene, auf der Gefühlsebene und auch auf der Körperebene sehe ich, auf den drei Ebenen sehe ich Resilienzmöglichkeiten, Potenziale oder aber eben Kraft verlieren. Ja, soweit von mir. Für mich, ach ja, vielleicht stelle mir auch noch die Frage, ja, Gesellschaften können auch resilient sein oder nicht resilient. Ne? Eine Kultur kann resilient, kann günstig sein, um Resilienz zu schaffen oder ungünstig sein und Kraft den Teilnehmern, den Menschen der Kultur Kraft nehmen. Für mich hat Resilienz viel mit Zeit haben zu tun. Die Zeit in mich hineinzuspüren, sowohl was so mein Seelengleichgewicht ausmacht, einfach, dass ich mich auch verbunden fühle, als auch so in meinen Körper reinspüren. Wann braucht er Ruhe und wann braucht er Aktivität? Und das mit der Aktivität ist im Moment so, dass ich so das Gefühl habe, also ich könnte jetzt noch ein bisschen aktiver sein und schieb's im Moment so einfach der Mitte Januar Jahreszeit zu. Aber wenn ich körperlich nicht aktiv bin und mich so viel bewege, dann merke ich, dass ich unzufrieden werde und dass ich das zu meiner Resilienz auch ganz, ganz, ganz dringend brauche. Und auch das, was ihr schon gesagt habt, in Verbindung sein ist für mich ganz wichtig. Also Freundschaften pflegen, Familienbande pflegen und dass Resilienz viel mit Beziehung und mit in Verbindung sein zu tun hat. Also das spüre ich gerade die letzte Zeit ganz, ganz stark und da tue ich dann auch einiges dafür. Also das macht mir auch richtig Freude und ja, soweit. Mir ist gerade eine Frage eingefallen. Ich wollte zuerst beitragen, Humor ist sicher ein gutes Zeichen für Resilienz. Andererseits gibt es Leute, die echt einen interessanten Humor haben, aber die extrem depressiv sind oder sowas. Ist für euch Humor ein Zeichen für Resilienz? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ich habe irgendwo einen Text über Resilienz, aber den habe ich jetzt nicht bei der Hand. Aber ich weiß, dass es gibt mehrere Faktoren, um Resilienz aufzubauen, erinnere ich mich. Eines davon ist auch Humor und eines davon ist, dass man sich erinnert, wie man früher schon aus ähnlichen Situationen herausgekommen ist. Das ist also eine sehr nützliche Frage. Wie habe ich mich schon einmal oder zweimal verhalten, wenn so etwas passiert ist? Und was hat dann gewirkt? Das ist es, was mir bei Resilienz einfällt. Aber ich glaube, wir merken es, wenn wir aus dem Lot oder aus dem Gleichgewicht sind. Und das ist irgendwo vielleicht eine völlige Automatik, dass man versucht, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und dass man es jetzt Resilienz nennt, okay, also es ist halt Resilienz, aber also die Stehaufmandelqualität, die wir vielleicht mehr üben oder mehr trainieren könnten. Aber nur wie, also wie übe ich Stehaufmandelqualität? Steh auf Weiberl, bitte. Steh auf, steh auf Person. Ja, ich sehe, dass das Thema doch einigermaßen erregt ist, weil wir schon mehrmals übereinander geredet haben. Vielleicht macht mal ein bisschen länger Pause zwischen dem einen und anderen und erinnert euch, wenn stumm, also beziehungsweise entstummt ist, dass derjenige Mensch dann anfangen will zu reden. Und ich habe es gemerkt bei Marie Roos, die wollte, ihr habt aber gleichzeitig das gemacht, ja. Insofern, bitte jetzt du.
Ich wollte auch nur kurz auf Brigittas Bemerkung, dass ob Humor oder Frage, ob Humor Resilienz schaffen kann, antworten. Ne? Dass es, glaube ich, schon ein bisschen bewiesen ist, dass Lachen zum Beispiel aber den Körper deutlich stärkt. Ja, und wenn man es schafft, sich die über negative Umstände ein Stück weit lustig zu machen, sozusagen, dann immer nimmt man auch wieder die Kontrolle darüber oder man kommt vielleicht leichter wieder in die eigene Mitte, indem man weiß, zumindest lachen kann ich mal drüber. Ja, dann ist man schon nicht mehr identifiziert mit dem Schwierigen. Das kann schon ein erster Schritt sein. Und man nimmt eine andere Perspektive drauf ein. Ne? Man ist nie, so eine Art Metaperspektive, indem man das anders sieht, was einen sonst normalerweise so furchtbar traurig oder was macht. Aber jetzt haben wir ein paar Begriffe gehabt. Steh auf, Frauerl oder so. Das ist ja österreichisch. Das finde ich sehr schön. Ob das Balance nur ist, bin ich mir nicht sicher. Ich denke, Resilienz ist noch ein bisschen mehr. Und dann wollte ich auch noch mal zu der Widerstandskraft. Also zum Beispiel Widerstandskraft ist für mich ein Begriff auch, der mit der körperlichen Geschichte zu tun hat. Also wenn ich ein gutes Immunsystem habe, habe ich eine gute Widerstandskraft gegen irgendwelche Krankheiten. Ich würde aber nicht sagen, dass ich eine Resilienz dann habe gegen eine Krankheit. Tut man das nicht in verschiedenen Kontexten benutzen, die Wörter? Mir ist das Wort Gelassenheit gekommen. Kann man das auch sagen für, ich weiß es nicht, und in Balance. Und das Stehaufmandel ist, dass irgendjemandem hat gesagt, von Kontrolle darüber habe. Und ich glaube, diese Kontrolle muss ich nicht haben. Also ich selber, ich lasse das sein, wenn ich mich nicht bewege, bewege ich mich nicht. Und wenn ich einen Drang habe, mich zu bewegen, dann tue ich es. Und da habe ich eigentlich eine Gelassenheit bekommen, dass ich das akzeptieren kann. Auch wenn ich mich nicht vom Fleck bewegen kann. Aber mein Immunsystem, Heidi, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist schwach durch meine vergangenen Krankheiten. Und ich merke, dass durch diese Impfungen, dass ich jetzt öfters einen Arztbesuch habe, als vorher. Aber auch das kann ich akzeptieren, wie es ist. Ich habe das nicht von selber gewählt, um mich impfen zu lassen. Ja? Ich habe das aus Solidarität getan. Ist das auch eine Art von Resilienz, dass ich mich einfüge in der Gemeinschaft? Das Gemeinwohl im Perspektiv habe. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, Gelassenheit und was du noch gesagt hast, Balance, das sind sicher Teile, also Bestandteile von Resilienz, auf jeden Fall. Aber ich finde, Resilienz ist noch mehr. Und ja, vielleicht ist Widerstandskraft auch ein Teil von Resilienz, aber ich habe es noch nicht auseinander. Also insofern, als ich von einer anderen Sprache komme, das stimmt auch für dich, Martini, oder? Ihr Deutsch ist auch eine gelernte Sprache. Für mich ist
Widerstandskraft, also etwas Aktives und auch etwas, es kann sogar als aggressiv beobachtet sein, wenn der Widerstandskraft wirklich stark ist. Während Resilienz auf jeden Fall, also ich habe das nie auf Deutsch verwendet, aber also ständig, also auf Englisch, das ist also täglich bei uns jetzt, hört man nur Resilienz. Resilienz für mich ist nicht einmal so aktiv wie ein Stehaufmandel, sondern mehr wie ein Gummi, wie heißt das, so Rubber Band, ein Gummiband. Das heißt, es ist wirklich, es ist nicht, ist bei einem Stehaufmandel ist es sehr, sehr, das geht sehr schnell und das ist sehr, das kann sogar, wenn etwas dagegen steht, dann könnte es sogar etwas schlagen. Und Resilienz, ja, deswegen glaube ich auch, wie Martini, das ist eine Art, das ist wie Gelassenheit. Das ist, man ist in sich gegründet irgendwie und also geistlich und physisch und auch emotionell. Und das heißt, es kann alles kommen und man akzeptiert es nicht unbedingt, wenn es nicht richtig ist, aber man lässt es ja, wie in den Wellen vom Ozean. Also das heißt, man bleibt einfach drinnen und man lässt diese Wellen weitergehen, weil man auch nichts dagegen machen kann. Also in dem Sinne ist Resilienz sehr wichtig, weil wenn man Widerstand, ich habe das erlebt, wenn man Widerstandskraft im Ozean verwendet, dann ertrinkt man tatsächlich. Also es ist, man kann, also es gibt bestimmte Sachen im Leben, wo Widerstand eigentlich das Gegenteil ist, was nutzt, also in diesen Fällen. Ein wichtiger Aspekt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, dass ich grundsätzlich immer versuche, aus einer Opferhaltung wieder rauszukommen. Und da fallen mir zwei so Begriffe ein, Schicksalsdynamik und Handlungsdynamik. Also, dass ich wirklich, wenn ich der Gefahr laufe, mich selber als Opfer zu betrachten, dass ich mich da nicht hineingebe, sondern tatsächlich auch aktiv werde und selber einfach wieder das Ruder übernehme, dass ich selber so wieder so Herr oder Herrin im Haus werde. Das ist für mich noch ein wesentlicher Punkt. Ja, das gefällt mir auch, dass man aus der Opferhaltung wieder rausfindet, weil manchmal fällt man einfach rein, aber dass du wieder rausfindest. Und das Bild mit dem Ozean, das gefällt mir auch gut, weil ich glaube auch, das, also Widerstandskraft, das ist so fast ein bisschen Härte drinnen. Und bei der Resilienz, da ist mehr Weichheit. Eben, der Ozean gefällt mir besser als das Gummibandel, weil das Gummibandel, das ist so ein bisschen gar so kaugummimäßig. aber da geht man irgendwie mit der Situation mit, auch mit dem Drama der Situation oder mit den Schrecken der Situation. Und trotzdem bewahrt man sich irgendwo ein inneres, eben sowas wie Gelassenheit oder Standfestigkeit. Mir ist eingefallen die Geschichte vom Hiob. Da geht ja der Teufel, also in der Bibel, da geht, glaube ich, was ich mich erinnere, der Teufel zu Gott und fragt, ob er den Hiob so richtig plagen kann. Und der Gott erlaubt es und der plagt den Hiob ja ordentlich. Ja. Und der Hiob verliert alles und hat es ganz schrecklich. Und nur was... Aber trotzdem hat er so eine innere Resilienz, die ihn irgendwie auch in den ärgsten Schrecken aufrechterhält. Und interessanterweise kommt es ihm ja am Schluss des Buches, nach langen, langen Problemen, geht es ihm umso besser. Also zuerst am Anfang geht es ihm super gut, dann sackt er völlig ab und dann geht es ihm wieder gut auf einer anderen Ebene, denke ich mal.
Aber Widerstandskraft wäre, wenn ich sozusagen eher sage, ich spreche nicht mit dem Teufel oder ich kann den Teufel abwehren oder der Teufel kommt mir nicht nahe. Ja, solche Sachen eher tendenziell. Ja. Während der Hiob, der hat sich vieles mitgemacht und ist durchgetaucht wie im Ozean und ist wieder auf den Wellenkamm gekommen. So irgendwie, das ist mir jetzt eingefallen. Ich glaube, eine Haltung von Resilienz habe ich mal auf einem Gemälde gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, also wer das gemalt hat, aber da ist auch jemand abgebildet, der von allen möglichen Teufeln geplagt wird. Und er hat quasi immer wieder gefragt, und was kommt als nächstes? Und diese Haltung, und was kommt jetzt? Diese Offenheit und dieses, aber einfach dranbleiben und sich das alles anschauen oder gefallen lassen und diese innere Haltung behalten können von, okay, und was kommt als nächstes? Das ist für mich auch sehr resilient. Da kann ich eigentlich nur dazu sagen, da müsste ich mir mein Scheibchen von abschneiden. Ja? Weil ich nur wieder. Was kommt als nächstes? Sag ich, oh Gott, schon wieder. Aber ich habe gesehen, Martina und Marie-Rose wollten was sagen. Entscheidet euch, wer zuerst reden möchte. Du, Marie-Rose, okay. Ich bin noch bei dem Wort Widerstand und Widerstandskraft. Also ich mache da den Unterschied im Widerstand sein. Das kann extrem tödlich sein oder extrem schwierig werden dann die Situation, wenn man starr wird. Aber es gibt auch eine gesunde Möglichkeit, Widerstand gegen etwas zu machen. Widerstand gegen den Wind zum Beispiel, sich nicht fortblasen zu lassen am Ufer, sowas. Ne? Und Widerstandskraft, da höre ich eher das Wort Kraft eben. Wann bringt Widerstand uns Kraft? Ja. Und ich glaube auch, so ist das Wort, also so ist es eher früher oder so benutzt worden, dass man Widerstandskraft auch braucht im Leben. So, ne? Aber natürlich Widerstand mit dem Kopf gegen eine Mauer rennen, das hilft natürlich gar nichts. Ja. Nur das kurz. Vielleicht ist Resilienz, Widerstandskraft zu haben, aber nicht verwenden zu müssen. Ich habe jetzt gegoogelt inzwischen, welche Erklärungen für Resilienz sie finden, weil übersetzt wird nur, steht überall nur Resilienz mehr. Also das. Und da ist gestanden, dass man keinen Schaden an der Seele nimmt. Und das hat mich also erinnert daran, der Michael Ballard hat gesagt, you are the captain of your soul. Und dass man also weiterhin am Steuerrad der Seele bleibt. Also das, um das jetzt, also das Bild ein bisschen schief zu machen. Dass man sich bewusst ist, ich bin, I am the captain of my soul. Also ich bin die Einzige, die für meine Seele zuständig ist, bin ich. Martin? Ja, darauf würde ich sagen, dass das Beispiel, was Brigitte gebracht hat von Hiob, er war ein sehr inneren, also mit Gott verbundener Mensch. Aber er hat gesagt, ich glaube, dass er das gesagt hat, wäre ich doch nicht geboren. Also er hat sich, diese Verzweiflung war sehr groß, was er alles durchgemacht hat. Aber ich würde sagen, so empfinde ich das, dass er gestärkt worden ist von allem,
was er durchgemacht hat, weil dass er das hat erfahren müssen, dass seine drei Freundinnen, also wie die ihm eingeredet haben, um was die gesagt haben, und dann das einfach zuzuschauen, also daraus zu lernen oder die Sehkraft zu bekommen, was die wie die ihm eigentlich im Unrecht kommentiert haben und dass er so gelassen geblieben ist. Also er hat enorm viel Balance gehabt und eine Gelassenheit. Und ist das nicht, dass wir durch all unsere Erfahrungen diese Gelassenheit als Gabe bekommen, dass wir, irgendjemandem hat erwähnt, oh, Monia, du hast gesagt, wie wir früher die Sache erfahren haben. Also wenn wir viel erfahren haben, dass wir dann erinnern, also vergeistigen, das schaffe ich. Also es bringt mir nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Ohne die Aggressivität, die Victoria angesprochen hat, dass wir das gar nicht mehr verwenden brauchen, weil wir haben andere Werkzeuge bekommen aus der Erfahrung heraus. Und vielleicht ist das das Werkzeug Resilienz. Ich kann das Wort nicht einmal gut aussprechen, weil das ist für mich ein Fremdwort. Aber ich lerne es. Okay, danke. Was mich noch ein bisschen erschienen, die mich interessieren wird, wer das, irgendwer hat erwähnt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer, die Rolle, es gibt mehr resiliente Kulturen und es gibt Kulturen, die weniger resilient sind. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die extreme Konsumkultur, die produziert, glaube ich, nicht wahnsinnig viel Resilienz. Wenn ihr Lust habt, ich würde gerne in das noch ein bisschen reingehen, außer es gibt eine andere Schiene, die wichtiger wird. Ja, das interessiert mich auch. Ich hatte das auch eingebaut, weil ich gerade jetzt den Eindruck habe, ein bisschen hier in der westlichen Kultur, ob wir deswegen von Corona so umgeschmissen werden, weil wir diese lange Zeit hatten, wo irgendwie alles gut gelaufen ist und wir vielleicht auch ein bisschen zu viele Gewohnheiten, Bequemlichkeiten haben und dann können wir so eine Herausforderung der nicht richtig begegnen. Also das war eine Frage, die ich mir in der letzten Zeit ein bisschen gestellt habe. Birgitta, was meinst du denn, welche Kulturen resilienter sein könnten als unsere und warum? Hast du da eine Idee? Ich habe über das einfach noch nicht so nachgedacht, aber es juckt mich irgendwie, aber ich muss selber noch ein bisschen weiterdenken. Also so schnell habe ich jetzt die Idee nicht. Ich erinnere mich gerade auch, dass ich über Afrika gelesen hatte, dass die viel gelassener mit Coronavirus jetzt umgehen, weil die hatten ja schon den Ebola und die hatten ja schon diese großen Probleme mit AIDS und von daher lassen sie, ja, also das habe ich mal gelesen, ne? Dass die sich nicht so in ihren Grundfesten erschüttern lassen, wenn jetzt noch wieder schon mal wieder ein Virus daherkommt und alle krank macht. Und weil sie vielleicht auch noch viel, viel näher am Tod sind, dass er einfach viel mehr Leute sterben, Kinder sterben. Ja, ich wünsche niemandem, dass die Kinder sterben und zu viele Menschen sterben, aber dass der Tod in der Kultur irgendwie einen ehrfurchtsvollen, aber dass der einfach einen Status hat in der Kultur, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Also ich habe
habe mich viel mit Firmenkulturen beschäftigt. Und da gibt es tatsächlich Firmenkulturen, die resilienter sind als andere. Insbesondere Firmen, wo zum Beispiel, also ein Beispiel jetzt ist die Firma Semco in Brasilien, glaube ich, sitzen die. Die sind sehr stark selbstverwaltet. Und also es gibt schon, es ist eine Aktiengesellschaft, es gibt einen Hauptaktionär, und der hat über 10 Jahre hinweg seine Mitarbeiter ihnen immer mehr Eigenverantwortung zugestanden und auch zugemutet. Und die haben tatsächlich 2 Wirtschaftskrisen und eine Finanzkrise überlebt, im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, und sind sogar gewachsen, weil eine wichtige Zutat war Transparenz. Also jeder weiß über alles Bescheid, einschließlich der Gehälter von jedem anderen. Also es liegt alles offen, auch die Auftragsbücher liegen offen. Und die Kreativität der Menschen, die dort arbeiten, ist enorm groß. Also weil einfach jeder mitdenkt, was ist gut für die Firma, also was braucht es jetzt. Und das scheint eine wichtige Zutat für diese Resilienz zu sein, die diese Firma an den Tag gelegt hat. Eine Freundin von mir, weil du gesagt hast, auch Firmenkultur, eine Freundin von mir hat erforscht Wohnprojekte, was die brauchen, um resilient zu sein und weiterzuleben. Und einer der Bestandteile war auch, dass die Gruppe nicht zu klein sein darf, dass sie Konflikte in Konflikten immer noch Außenstehende gibt oder Leute, die wieder das anders sehen. Also dass man Auswahl an Menschen hat, mit denen man in Verbindung und auch wieder ein bisschen in Abstand treten kann. Weil, also ich habe ja auch ein Projekt am eigenen Leib erlebt, das war relativ klein und das hat sich extremst aufgeschaukelt, ohne keine Mediation und nichts mehr hat geholfen. Und die hat das so erforscht an vielen Projekten. Also das ist auch ein Faktor von Resilienz, dass die Kontakte vielfältig sind, dass die irgendwie... Und aber halt natürlich, dass er Zusammenhalt ist. Ja. Ich habe euch inzwischen im Chat und auch per Mail geschickt, wie ich draufgekommen bin, es gibt also ein Wiener Resilienzmodell. Ich glaube, der Peter Klein hat da irgendwo auch mitgearbeitet. Und ich habe also einiges damals zusammengesammelt, aber den Link habe ich euch mal geschickt, könnt ihr euch schon selber weiter handeln. Also. Aber es ist witzig, das Wiener Resilienzmodell. Naja. Die Wiener schaffen es immer irgendwie durchzukommen. Ich habe übrigens auch das Stehaufmännchen. Das heißt ja Englisch Tumbler. Von to tumble, also eigentlich stolpern, hinfallen. Und das hat aber eben innen ein Schwergewicht. Und das bewirkt, dass es sich wieder aufstellt. Das heißt, also es geht, ich habe jetzt wieder ans Hara gedacht, es geht darum, dass wir unser Inneres, eben das Hara, dass wir das also wirklich stärken, wahrscheinlich, wenn wir Resilienz aufbauen wollen. Auf welche Weise? Jede auf ihre Weise. Einerseits das innere Schwergewicht, das die wieder aufrichtet, und andererseits so diese, eben die Beziehung nach außen, so wie die Annalisa gesagt hat, alle sind selbstverantwortlich, aber sie sind alle für die Firma tätig und schauen, was für die Firma gut ist oder für das Wohnprojekt oder also so diese Spannung zwischen dem inneren Gewicht und dem Gleichgewicht nach außen vielleicht. Ich fand die Idee jetzt gerade schön zu hören mit dem Gewicht in dem Stehaufmende, was es schafft, das wieder ins Lot zu bringen sozusagen. Und vorher hat jemand gesagt, geerdet sein gehört zu Resilienz dazu. Das ist es ja im Grunde, ne? Dass man mit beiden Füßen auf der Erde steht und einmal so geerdet, aber auch in sich geerdet sein. Und dann kann man unter Umständen eben, wenn man der Wind zu sehr weht, kann man dann anschließend
so und so und so und irgendwann kann man wieder gerade sein. Ne? Ein schönes Bild, danke. Ja, ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört, wo es geerdete Hoffnung besprochen war. Und ich fand das auch sehr schön, irgendwie, dass die Hoffnung selbst, also wenn geerdet, dann hat man Mut sowie Stärke, um weiterzugehen. Und das ist auch ein Zeichen von Resilienz, dass die Hoffnung so geerdet ist, dass niemand das wegnehmen kann. Und apropos von Hiob ich glaube, in Kapitel 19 ist dieses langes, also wo Hiob gegen seine Freunde spricht, also dass sie die Freunde irren, wenn sie immer nach irgendwelche Sünde suchen, wofür sein Leiden verantwortlich ist. Und ganz am Ende dieses Kapitels sagt er dieses diese berühmte Sache, dieses Wort, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er auf der Erde stehen wird. Und dann geht er weiter und sagt, also das ist für mich ein schönes Beispiel von Resilienz. Also einerseits sagt er, es ist alles ganz schlimm und es ist alles schief gelaufen und meine Freundin glauben, dass ich ein Sünder bin, weil ich so leide und das ist noch schlimmer als einfach leiden zu müssen. Also dass auch ich irgendwie als verantwortlich dafür geschätzt bin. Aber dann kehrt er sich um und sagt, aber trotzdem, trotz allem, bin ich sicher, dass mein Erlöser lebt und dass er auftauchen wird. Und irgendwie, also das ist für mich die wirkliche Resilienz irgendwie. Er lässt seine geerdete Hoffnung nicht von ihm weggebracht. Dankeschön, Veronika. Victoria, heute reden wir über die Einheit. Ja, wir sind von der Zweiheit in die Einheit gekommen. Und wenn wir diese Erfahrungen gemacht haben, diese Einheit mit dem All, dann können wir ruhen darin. Und dann, das ist, dass er weiß, dass das in ihm lebt, dieser Hiob. Ja, dass der Erlöser, du hast das gesagt, der Erlöser, und wir können heute sagen, das Göttliche in uns, dass das, dass wir in Einheit damit sind. Munja, du bist fleißig am Schreiben, bist aber auch entstummt. Ich lächle vor mich hin, weil ich ja sehr viel Advaita derzeit studiere und Brahman und Atman sind eins. Und ja, also das ist das zu akzeptieren oder in uns wirklich zu realisieren, ist vielleicht die Herausforderung unseres Lebens. Oder ich kann es vielleicht für mich auch sagen, dass ich sehr beschäftigt damit bin in letzter Zeit. Ja. Ja, ich frage mich gerade, ob dieses Vertrauen darin oder das Wissen darum, dass es einen Sinn hat, ob das auch ein Teil von Resilienz sein könnte, diesem höheren Sinn zu folgen oder darauf zu vertrauen, dass es den gibt. Auch wenn ich ihn im Moment vielleicht nicht erkennen kann, so wie in der Hiob-Geschichte.
es ist zumindest eine Hypothese, sagen wir mal so, dass es einen Sinn hat. Aber ich habe irgendwo auch diesen Spruch jetzt gehabt, das Universum ist wirklich nicht verpflichtet, für dich Sinn zu ergeben. Also das ist, ja. Also die Sache mit dem Sinn, das ist auch, vielleicht könnten wir auch mal über den Sinn reden. Das ist auch eine interessante Sache. Ja, zu dem Sinn will ich auch was sagen. Es sieht ja doch so aus, dass wir als menschliche Wesen, jedenfalls in dem momentanen Entwicklungsstand, Sinn brauchen zum Leben. Weil sonst sinnloses Leben ist irgendwie, das führt in Depressionen, wissen denn die Psychologen und alle. Und dann möglicherweise noch schlimmer. Und wenn man diesen Glauben hat oder zu der Erkenntnis kommt, dass auch das Schlimmste möglicherweise einen Sinn hat, den wir nur noch nicht entschlüsseln konnten, ich denke, dann lebt sich leichter. Dann hat man sich eine Geschichte gefunden, mit der man, mit dieser Sinnfindung, mit der man besser zurechtkommt, als wenn man denkt, das ist alles nutzlos und es berührt mich und warum muss ich denn und dies und jenes, nicht? Und dann kommt man eben in diese Opferhaltung, von der die Erika gesprochen hat. Und das ist sicher für das Leben nicht gerade der erfreulichste Weg, sagen wir mal so. Und dann ist es besser, man hat einen Sinn. Das kreieren wir uns natürlich auch. Also ich meine, wir wissen nicht, ob das Ganze Sinn hat. Und ich glaube, dass das so in die Richtung geht, die der Ken Wilber, der hat den Unterschied gemacht zwischen Translation und Transformation. Und Translation ist im Grunde genommen so der Urgrund auch jeder Religion, dass wir das gar nicht aushalten könnten, wenn es keinen Sinn gäbe. Aber wir wissen es einfach tatsächlich nicht. So wie die Monja auch gesagt hat, das Universum ist uns da keine Rechenschaft schuldig. Aber es ist natürlich für uns und auch für mich schwer auszuhalten, wenn es denn keinen Sinn gäbe. Aber Wissen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke, wissen kann man es nicht, aber man kann sich trotzdem entscheiden, woran man glauben will, nicht? Also das wird ja immer gesagt, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Das weiß man nicht, aber wenn ich davon ausgehe, dass es Gott gibt und ich damit besser mit meinem Leben zurechtkomme, warum soll ich dann nicht mich dafür entscheiden? Warum soll ich mich für etwas entscheiden, was mir, sagen wir mal, schadet oder was mir das Leben schwieriger macht? Das ist meine Devise. Schon fast ein Checkout. Ich habe gestern vorgestern was angehört vom Harari wieder mal. Der sagt ja, das Spezielle von den Menschen im positiven Sinn ist, auch im negativen Sinn, aber im positiven Sinn auch, Geschichten zu erfinden, die in die Zukunft gehen. Also diese Sinnfindung, man vertraut auf einen Sinn, den es noch gar nicht wirklich gibt. Also ich erfinde ja eigentlich eine Geschichte, die in die Zukunft geht und die mich selber in die Zukunft zieht und die das auch ermöglicht, über weite Strecken mit Menschen zusammenzuarbeiten oder in Kommunikation zu gehen, mit denen ich eigentlich keine nennenswerte Verbindung habe. Aber die Geschichten, die tragen und die tragen auch weiter. Und das ist mir gerade wieder ins Bewusstsein geraten. Und ich habe mir gedacht, das passt da jetzt dazu. Ich möchte noch, ich weiß nicht, wo, bei wem ich anhaken will, aber es wurde gesagt, dass man erfindet eine Geschichte. Die wirkliche Wirklichkeit ist Wirklichkeit. Und Hiob ist eine Person, der das erfahren hat. Und viele, viele Mystiker haben das erfahren. Und die reden von der Wirklichkeit. Und das kann man einem nicht mehr sagen, das weiß man nicht. Das ist eine Erfahrung, die unwahrscheinlich stark ist. Und also ich wünsche es alle, dass wir das machen dürfen, weil das
es wird sehr viel in der Illusion gelebt. Und dann kann man sagen, man erfindet Geschichten von der Zukunft, weil niemandem kann etwas von der Zukunft sagen. Von der Gegenwart, ja, die erfahren wir jetzt. Aber von der Zukunft, das ist, dass man die Gegenwart nicht wahrnehmen will, weil man wieder in die Zukunft gehen will. Man kann die Gegenwart nicht aushalten und dann versetzt man sich in die Zukunft. Also es gibt sehr viele, viele Leute, die wie Hiob unterwegs sind und die sehr starke Erfahrungen gemacht haben. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir das auch miteinander kommunizieren dürfen und können. Und versuchen, sagen wir so, versuchen, weil wir können es noch nicht, aber wir betasten es. Ja, und das ist eine enorme Sache, dass wir uns das erlauben und trauen und die Offenheit haben. Das Wort ist auch gefallen. Ja? Und wir brauchen das Vertrauen und die Offenheit, damit wir auch empfangen. Also das ist ein Ja zur Gegenwart. Ja, danke. Ja, ich bin auch überzeugt, dass Einheitserfahrungen das Urvertrauen stärken und so eine Grundbasis schaffen, die definitiv auch uns resilienter machen für die Herausforderungen im Leben. Ich habe noch eine andere Frage, ist mir noch eingefallen, wo ich mich frage, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder ja, führen männliche Energien zu Resilienz in anderen Bereichen als weibliche Energien, als feminine Energien, ist noch eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist. Ich denke, das ist so eine tolle Frage, die machen wir nächstes Mal, denn wir sind jetzt praktisch schon eine Stunde lang das glaube ich nicht, dass man das in 5 Minuten besprechen kann, aber gern nächstes Mal. Das finde ich ein spannendes Thema. Ich habe schon das Gefühl, einfach nur, wie du das so sagst, als gäbe es da einen Unterschied. Also meine Erfahrung, wie ich Männer so kennengelernt habe und wie ich weiß, wie Frauen oder ich selber und auch viele andere Frauen auf manche Dinge reagieren. Schönes Thema. Wenn ich erinnern darf an die Frau am Brunnen, die ist ihr Mann gestanden. Also sie hat gelernt, dass sie das Bewusstsein bekommen hat. Also diese Sache von, das ist für mich so wichtig, was diese Frau erfahren hat in dieser Kommunikation mit Jesus am Brunnen, ja, dass sie auf einmal hat sie erfahren, wer sie ist und ob sie jetzt Mann oder Frau ist. Wir müssen das Weibliche in uns entwickeln, aber auch das Männliche. Und mein Mann oder alle Männer müssen das Weibliche in sich entwickeln und das Männliche. Und wenn sie das tun, dann kommen wir zusammen. Da ist dann kein nach meiner Erfahrung. Aber das ist mein Abschluss jetzt. Danke. Es ist ein tolles Thema. Ich würde gerne darüber ja, dass wir da ein Gespräch darüber haben. Ja, dann kommen wir zum Checkout. Was hat euch besonders jetzt berührt oder was habt ihr Neues erkannt? Gefühlt? Ich würde sehr gern auch in ein zukünftiges Treffen über Wissen gegenüber Erfahren sprechen, weil was Martini gesagt hat, finde ich sehr, sehr wichtig, nicht nur in geistlichen Sachen, sondern im Leben, im Allgemeinen, in allen Bereichen und was das eigentlich bedeutet, weil wir in so einem intellektuellen Kultur leben und
es hat auch mit Körper zu tun, dieses Embodiment, also es ist bei uns in Amerika überall jetzt, also über Embodiment, und weil es langsam, also durch diese Pandemie erfahren wir alle, dass wir nur in unsere Köpfe leben und der Körper muss eigentlich, wie heißt das, Catch-up, nachkommen, irgendwie zu dem, also dieses Wissen gegenüber Erfahren würde ich gern diskutieren. Falls du noch gesprochen hast, wir haben es nicht gehört, aber ich kann ja einfach für dich. Nein, ich habe mich korrigiert. Diskutieren, nicht diskutieren. Du kannst auch gerne weitergeben. Nee, dann gebe ich weiter. Rechts neben dir sitzt bei mir Erika. Also was für mich heute ganz wichtig ist, so im Zusammenhang mit Resilienz, in Beziehung gehen und in Verbindung gehen mit anderen. Und ich würde zu gern mal ganz persönlich mit euch in Verbindung gehen, dass man sich in irgendeiner Form mal persönlich treffen könnte. Das fände ich ganz toll. Ich gebe weiter an die Monja. Ja, mich hat vor allem die Erwähnung der Realität berührt. Weil ich da auch eben bei den Indern jetzt, also dieses Sat-Chit-Ananda, Wahrheit, Bewusstsein und Sinneslust gefunden habe. Und das ist eigentlich, viel mehr kann ich zur Realität eigentlich derzeit gar nicht sagen. Und ja, somit ist das mein Checkout. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, mich hat gefreut, dass wieder so viele Aspekte zusammengekommen sind. Also das ist etwas, was mir einfach immer in Gruppen gefällt, wenn wirklich viele verschiedene Aspekte kommen und dann gibt es so ein großes Ganzes, ne? Weil wir damit halt auch ein bisschen der Komplexität gerecht werden, die wir ja tatsächlich haben im Leben. Ja, soweit. Ich gebe weiter an dich, Annalisa. Also was bei mir im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben ist, ist das Stehaufmännchen mit der Kugel im Bauch. Die rollt einfach und stellt das Männchen wieder auf. Allein die Schwerkraft hilft ihm, immer wieder zurückzufinden. Und das hat mich beeindruckt. Ich spüre auch so die Kraftkugel sozusagen in mir. Das habe ich dann damit verbunden und hatte heute auch eine Situation, wo ich gemerkt habe, oh ja, wenn ich in diese Mitte gegangen wäre, wäre das anders abgelaufen. Und damit gebe ich weiter an Birgitta. Danke. Ich freue mich, dass du mich Birgitta genannt hast. Ich bitte euch, dass ihr mich Birgitta nennt und nicht Brigitta, wenn das möglich ist. Die Lisa hat das ganz gut gesagt. Und mein Checkout ist genauso, dass dieses Stehaufmännchen mit der starken, für mich ist die, hat die auch eine Wärmequalität, diese Kugel, die so trägt. Und zum Thema Geschichten ist mir da noch eingefallen, gerade die Geschichten, die erfahren sind, die diese Erfahrung in irgendeiner Weise, die ganz echte Erfahrung von Menschen oder Mystiker sind natürlich auch Menschen, von allen möglichen Menschen, wiedergeben, das sind die Geschichten, die bleiben. Und das sind nicht Geschichten, die irgendwie Illusionen verbreiten, sondern das sind die Geschichten, die dann andere Menschen tragen können in der Gegenwart, in der natürlich Zukunft kommt erst, aber der Sinn, der ist ja nicht immer in der Gegenwart schon da. Und die Geschichten, die haben also eine innere, wie eben dieses Schwergewicht von der Kugel, was einen so schön aufrichtet, wenn die Wellen und wenn der Wind kommen. Danke für diese, dass wir miteinander diese Bilder entwickeln konnten. Danke, Birgitta. Es gibt eine andere Gruppe, da gibt es eine Brigitta. Zu der habe ich immer gesagt Birgitta, weil ich mich ja daran gewöhnt habe, mit dir zu reden. Und dann ist das manchmal irgendwie, kommt man etwas durcheinander. Insofern hoffe ich, dass du und die andere Brigitta das verzeihen, wenn man das mal durcheinander kriegt. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich finde es auch so toll, weil
allein würde ich da nicht hinkommen, ja, um das, was wir hier so zusammenfinden. Und ich fand es heute auch sehr spannend und sehr angeregt und sehr reich. Und ich danke euch alle. Und dann das nächste Mal, Thomas, besprechen das Resilienz beim Männer und Frauen. Und vielleicht kann man wissen und erfahren, dann ja nämlich da kann das zusammenkommen. Das könnte ein Teil dessen sein, des Themas. Dann treffen wir uns am 25. um 19 Uhr, nicht um 18. Das war ein Versehen meinerseits. Bis bald, macht's gut, ihr Lieben. Schönen Abend, schönen Tag an Victoria und bis bald. Bis bald. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.